Ja, und dann haben wir hier, haben wir ja sowieso unseren Flurbereich. Den würde ich gerne so lassen, wie er ist. Hier kommen vielleicht noch, auch noch ein paar Dinger an der Wand und ein paar Kisten oder so, die wir ja eventuell brauchen könnten, so bevor wir irgendwie auf eine Wanderschaft gehen oder so. Wir haben hier unsere lebende Kiste. Könnten aber eigentlich hier auch noch eben offen hinstellen. Dass die Kiste nicht so in der Luft rumschwebt, sieht ja auch doof aus. Ist es also, oder wir stellen die Kiste einfach daneben, aber dann fehlt uns hier der Ofen. Ich sehe, nee, wenn wir sagen, wir stellen die Kiste jetzt daneben. Machen aus dem. Muss jetzt ja echt ein bisschen gerade überlegen, ein bisschen planen. Hier ist ja die Luke. Aber wir könnten hier zum Beispiel so einen Rüstungsständer, genauso wie hier. Hier könnte man auch Rüstungsständer hinstellen. Oder hier zumindest könnte man einen Rüstungsständer hinstellen. Hier einen Waffenständer. Da einen Rüstungsständer oder so. Hier, wie gesagt, alles für die Viehzucht, so, da kommen dann die Scheren und bla, der ganze Käse drin. Das könnte man machen. In die Küche kommt später noch, also hier sozusagen, auch noch hier so irgendwo in der Ecke oder so eine kleine Kiste, wo wir dann die Hacke reinhauen. Wir müssten dann langsam mal die Wälder hier wegholzen, ein bisschen, die Bäume, die wir nicht brauchen, unnötig oder die unnötig sind. Hier könnte man ein Regal anbauen für. Ja, so. Erstmal weiter gucken. Baumaterialien. Hier haben wir noch davon 17. Passt perfekt. Brauchen wir noch zwei Türen? Oder brauchen wir drei? Nochmal eins. Ne, zwei. Dann bräuchten wir noch Druckplatten. Waren die so? Reicht nicht. Warte mal, wir machen mal. Aus der Hälfte. Aus der Hälfte machen wir mal Sticks. So, dann kommen die drei, kommen hier auf jeden Fall drin, dann sind die weg. War das nicht so? Das war anscheinend nicht so. Weil das war nämlich so. Okay, denn hier, das war die Tür. War denn jetzt die Druckplatte nochmal? Druckplatte, da haben wir sie doch. 1, 2, 3, 4. Und dann holen wir hier noch zwei Türen. Das kann dann wieder weg. Ach verdammt, wir hatten schon zwei Türen. Mist. Na ja, gut, wir brauchen sie. Wir brauchen sie eh nochmal. Also von daher, alles ist ja nicht verschenkt. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir sie nur haben. Das ist jetzt das einzigste Problem dann daran. So, hier würde ich die Tür hier so umsetzen. Und hier würde ich die Tür dann so umsetzen. Danach brauchen wir dann die Druckplatte. Hier noch eine hin. Hier noch eine hin. Und hier noch eine hin. Und dann brauchen wir jetzt Birkenholz, Fichtenholz, Schwarzeichenholz, wenn wir noch haben, was ich nicht glaube. Ich glaube, wir haben die komplett verbraten, oder? Nein, wir haben noch 1, 2, 3, 1, 2. Fichtenholz bräuchten wir noch eh mal. So, dann kann das auch wieder hier hin. Und was wir noch brauchen, ist Birkenholz. Das kriegen wir allerdings unten. Inzwischen sollten ja die Birken ein wenig gewachsen sein. Jawohl. Sehr schön. Schrupp. So, dann können wir eigentlich auch gleich mal sagen, wir nehmen das hier komplett weg. Dass wir hier die Wälder loswerden. Zumindest so die näheren. Ein bisschen Wald ist okay.
möchte gerne ein bisschen Abwechslung hier drin haben. Gerade in Waldgeschichten. Aber ich möchte auch nicht zu viel Wald. Weil dadurch ist ja natürlich die Gefahr des Spawnens der bösen Nachbarn wieder sehr hoch. Und das möchte ich eigentlich ventiliert vermeiden. So, dann sammeln wir mal hier alles in. Eigentlich könnte man den hier oben mal wegnehmen, der ist ja schön hässlich. So, zwei nach oben müsste reichen. Jawohl. Ding, ding, ding. Hier haben wir noch eine Eiche, die kann da bleiben. Die Birkensetzlinge sammeln wir natürlich alle in. Da sitzt auch noch einer. Gut, der kann da bleiben. Ist okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine Birke noch hin. Hier eventuell noch eine Birke hin. Hier haben wir noch zwei Eichensetzlinge. Die werden wir natürlich, die würde ich schon gerne einpflanzen. Einfach damit wir sie haben. Hier machen wir später noch zu. Könnte hier noch eine Eiche hin. Ja. Eigentlich sollte das mehr oder weniger reichen, aber wir setzen mal einfach noch hier innen. Wie gesagt, das machen wir hier alles noch zu. Damit der nicht so ungleich aussieht, setzen wir hier noch eine Birke hin. Und wir setzen, da ist noch ein Dings. Kommen einfach hier noch eine Birke hin und dann haben wir so ein bisschen. Ein bisschen haben wir ja was denn verteilt. Wir haben ein bisschen Wald in der Nähe, der sowieso irgendwann wieder weichen wird, weil wir dann irgendwas anderes bauen und der Weg natürlich auch gemacht werden muss. So will ich. Hier war. Die kann mal darin, das kann darin. Das Holz brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen allerdings Eiche. Und dann würde ich jetzt gerne erstmal das hier alles verbrutzeln. So, hier kommt eine Birke. Das Fichte natürlich. Hier kommt Eiche. So. Dann nehmen wir die Schwarzeichen für die Tür. Zack, zack. Hier genauso. Hier können wir mal zumachen. Und dann brauchen wir noch Fichtenholz. Haben wir noch Fichtenholz? Hier haben wir noch Fichtenholz. Sehr schön. Zack. Und zack. Und dann haben wir das auch fertig. Sieht schick aus. Und hier müsste eigentlich auch noch eine Tür drin. Siehst du? Und deswegen halt gesagt, was haben wir hier? Fichtenholz. Haben wir noch Schwarzeiche? Wir haben noch Schwarzeiche. Zweimal, bitte. So, und dann sagen das hier weg, das hier weg, das hier weg. Wir brauchen eine Tür. Und eigentlich noch, soweit ich weiß, zwei Druckplatten, oder? Zack, zack. Da unten ist Fichtenholz. Schwarzeiche, Fichte. Wir hatten doch irgendwo gerade noch Fichtenholz. Hier haben wir noch Fichtenholz. Wir haben noch ein Birkenholz, werden wir brauchen. Ein Fichtenholz werden wir brauchen. Dann wird langsam auch Zeit zu pennen. Oh mein Gott. Geh mal da. Geh mal da. Geh mal da. Geh mal da. Dann kommt hier die Tür mit dem und. Achso, den Hammer brauchen wir ja auch noch. Wir gehen aber erstmal pennen. Erstmal würde ich sagen, gehen wir schnell pennen und dann. Und ich mag das auch, dass man die Druckplatten nicht unbedingt sieht. Man natürlich sieht man die Schatten, so die Schattierungen davon, aber man sieht sie nicht so unbedingt. So, dann holen wir uns jetzt erstmal. Gerade hier sieht man sie ja nicht, finde ich. Also fallen sie wirklich gar nicht auf.
Den Hammer. Da ist er. So. So. Und so. Gut, dann haben wir die Tür nämlich zu. Sieht schick aus. Passt. Damit kann der wieder weg. Und dann werden wir uns mal wieder um Nahrung kümmern erstmal. Hier von, ach, wir haben ja hier noch zwei drinnen, ne? Passt doch. Perfekt. Siehst du, und so werden wir unseren Scheiß auch los. Zack. Hier kommt der drin. Ja, mal wieder kurbeln fleißig. Ah, die alte Handmotivation. Und ich denke, wenn wir das denn durch haben, so, könnten wir so langsam wirklich anfangen, die ganzen einzelnen Räume weiterhin einzurichten, ein bisschen was so schick zu machen, einfach auch die Terrasse vielleicht mal mit ein paar Stühlen oder so einzurichten. Allerdings müssen wir da dann mal gucken, was wir dafür alles brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Leder und so ein Quatsch alles. Das wird auch noch eine ganz interessante Geschichte. Oh Gott. Okay, ist fertig. Und hier haben wir so ja noch ein paar Toast drin. Siehst du, wunderbar. So, dann können wir das Brot mal wegpacken hierin. Machen wir trotzdem natürlich alles soweit fertig. Und hier kann dann das ganze Holz drin. Alles, was wir nicht so wirklich brauchen. Okay, ja, wie viel Birkenholz wir auch haben. Wahnsinn. So, und dann müssen wir uns, wie gesagt, überlegen, wie war das wirklich. Die macht auch mit Slaps und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich würde gerne mal gucken. Habe ich denn noch? Den habe ich noch. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, 1, 2. 3. Eventuell schon mal anfangen. Wir haben ja auch sowieso so viel. Ah, da fällt mir was ein. Wir haben ja gut. Dann müssen wir nochmal jetzt ja kurz drin. Aus dem einen Grund. Wir brauchen erstmal, wir brauchen den Schüssel. Und wir brauchen die hier. So, dann nehmen wir den. Colored Bruchstein. Das kommt hier hin. Der Schüssel kann wieder weg. Den brauchen wir erst einmal nicht. Was wir, wie gesagt, eben in der Hinsicht wirklich brauchen, ist jetzt die Erde. Und dann machen wir hier schon mal das, was ich eigentlich vorhatte mal. Wir fangen nämlich an, hier den Umriss für unser Feld zu setzen. Hier soll später denn unser Feld hin. Und ich habe die Befürchtung, dass der Sand nicht wirklich reichen wird. Oder die Erde. Könnte knapp werden. Nee, die reicht nicht. Hier noch und hier noch. Zack. Zack. Ist doch gut, müssen wir die uns denn wiederholen jetzt. Das, was wir jetzt verbaut haben. Sag ich mal. So. Das machen wir natürlich von unten denn. Warum mache ich das so? Wenn wir doch eine Schaufel haben, wird doch viel schneller. Ist immer was, was wir denn auch noch machen müssten. Jetzt eigentlich gleich mal in derselben Vorbereitung. Da ist jetzt allerdings wieder. Da ist jetzt wieder die Frage, wie stelle ich das hin? Hier kommt nachher das Ding hin. Könnte ich in der Mitte packen. Das wäre eine Idee. Habe ich irgendwie nur Erde oder so am Start vielleicht? Irgendwo, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wir haben also keine Erde. Denn gucken wir doch mal. Oh Gott, nach dem. Oh Gott, wie hieß denn das? War das so?
Kompost. Alles mit C? Da ist er, da Kompostbin. Slabs und Sticks. Alles klar, Slabs müssten wir eigentlich noch haben. Sticks haben wir auf jeden Fall auch hier noch. Drei Slabs. Wir haben hier genau zwei. Dann würde ich sagen, machen wir das aus Birken, oder? Oder aus Fichte? Birke. So. Slabs. Und Sticks. Dann haben wir den. Die können hier rin erstmal. Mist, dass wir. Schade, schade, dass wir keine Erde mehr haben. So, egal. Kriegen wir trotzdem hin. Rapp. Dann machen wir hier noch einen hin. Man sieht, dass ich das eigentlich gerne. Ich möchte gerne versuchen, so dass es ein bisschen ründlich aussieht halt. Hat auch alle seine Gründe und ausreichen wird es vom Platz auf jeden Fall auch. Ich habe alles schon ausprobiert, ausgetestet. Boah. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Garden Soil. Und jede Menge Erde. Also müssen wir irgendwo in eine Mine gehen und Erde farmen gehen. Am besten so tief wie möglich. Mal sehen, ob wir das so hinkriegen.